Hallo und herzlich willkommen hier beim IFA Fun Workout 2021. Mein Name ist Marcel Kuhn, ich bin Produktmanager von unserem Online-Trainer- und Vorteilsportal IFA Prime Plus und freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie ihr seht, wir sind dieses Mal nicht im Olympiazentrum in Heidelberg, sondern wir sind hier im Gutshof in Ladenburg in der Nähe von Heidelberg und haben alles dafür vorbereitet, damit wir jetzt gleich in die Welt streamen können. Bevor es losgeht, werden wir die Referenten vorstellen, werden aber auch noch ein paar Angebote für euch mit auf den Weg geben. Wir haben natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Alle Trainer und das ganze Team im Hintergrund wurde heute im Laufe des Tages alle negativ getestet. Und nicht nur das, wir haben hier im Raum auch noch die Luftfilter von der Firma Aernovir im Einsatz. Heißt also, wir sind auf alles gewappnet und sind hier schön vorbereitet. Wie ihr wisst, haben wir den ganzen Tag schon unseren Orange IFA Day, also ein Tag voller Angebote, voller Action und ganz, ganz viele Rabatte für euch zu Hause. Wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt, könnt ihr gerne nochmal auf die IFA-Seite gehen, www.ifa.de und könnt da nochmal alle Angebote nachschauen. Wir haben Angebote aus der Akademie, aus dem Equipment, aus den Kongressen von Prime Plus und auch von unserem Partner Polar und könnt da ganz, ganz viel Geld sparen. Wir legen los. Wir haben jetzt gleich vier Referenten auf der Bühne und ich werde jetzt gleich nacheinander unsere Referenten vorstellen. Und wir starten direkt mal mit einem richtigen Hammerprogramm und auch mit einer Hammerfrau, nämlich der Rebecca Bartel. Rebecca, komm mal gern zu mir. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Rebecca wird jetzt gleich Max machen. Rebecca, erzähl mal ganz kurz, was ist denn genau Max? Ja, Max ist ein HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, 30 Minuten und wie ihr seht, wir brauchen den Stepper. Es geht um Kraft, Ausdauer und Koordination. Ich freue mich wahnsinnig, jetzt gleich mit euch zu rocken und natürlich auch mit meinen Kollegen. Sehr gut, ja, das ist ein guter Punkt. Was machen denn die Teilnehmer, wenn sie keinen Step zu Hause haben? Einfach die Übung genauso mitmachen, dann ist es weniger intensiv, das heißt aber nicht den Stepper jetzt wegstellen, aber wichtig ist es auf jeden Fall, die Übung zu machen und es wird auf jeden Fall auch so funktionieren. Wunderbar, vielen Dank. Danke, Rebecca. Als nächstes haben wir im Gepäck die Dominika Toppmöller. Dominika, komm mal bitte zu mir. Da ist sie auf dem Weg. Hallo Domi, schön, dass du da bist. Domi, du hast welche Programme heute vorbereitet? Ich habe zwei und das steht noch zur Wahl. Aha, zur Wahl. Wo können denn die Leute wählen? Zwischen Core 3D und einem Body Workout. Sehr schön. Also ihr habt die Wahl. Denkt daran, ihr habt das erste Wahlthema hier bei der Domi. Einfach in den Facebook-Chat reinschreiben, was ihr haben wollt. Entweder Core 3D oder Workout. Domi, wenn tatsächlich Core 3D gewählt werden würde, was gefällt dir an diesem Programm so gut? Ach, da würde ich mich ja sehr freuen. Denn 3D Core ist ja so das dreidimensionale Training des Rumpfes. Und wenn ihr gerade so nach so einem Tag Verspannungen etc. habt, dann ist das genau das Richtige. Sehr gut. Vielen Dank, Domi. Wir freuen uns sehr. Wir sind sehr gespannt, was ihr daheim wählen werdet. Ein weiteres Wahlthema haben wir noch. Wir haben zwei Wahlthemen und zwar das zweite Wahlthema wird euch der Ivan da Silva vorstellen. Ivan, komm zu mir. Hallo Ivan, schön, dass du da bist. Zwischen welchen beiden Programmen können wir denn bei dir wählen? Ihr könnt Dance Aerobic wählen oder Latino Aerobic. Latino Aerobic. Jetzt bin ich sehr gespannt. Vor allem, ja, ihr wisst ja, Ivan ist alleine als einzigster Mann auf der Bühne und ich bin sehr gespannt, wie die Mädels alle abschneiden werden, wenn der Ivan hier vorne loslegt. Schreib mal Latino Aerobic. Genau. Schreib mal Latino Aerobic. Ja, bei den Chat. Wir sind sehr gespannt. Schreibt also alles schön fleißig eure Wahl rein. Vielen Dank, Ivan. Wir freuen uns sehr. Wir sind sehr gespannt. Zweites Wahlthema. Auch da bitte jetzt direkt in den Facebook-Chat reinschreiben, was ihr haben wollt. Entweder Latin Dance oder klassisches Dance Aerobic. Und zu guter Letzt haben wir die wunderbare Regina Schulzki. Komm zu mir. Hallo Regina. Was hast du für uns heute vorbereitet? Ja, ich darf heute den Abschluss machen und darf euch dann ganz entspannt noch am Ende mit Bodega Reflow begleiten. Sehr schön, Bodega Reflow. Also auch ein Programm, wo man ruhig mal die Schuhe ausziehen darf, oder? Genau, da ziehen wir die Schuhe aus, da ziehen wir die Socken aus und wir haben auch abgemacht, wir ziehen nach jedem Kurs ein Kleidungsstück aus. Oh, ihr seht, es wird spannend. Also, da kommen wir auch gleich nachher zu unserem Gewinnspiel und eurer Fotoauswahl, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Vielen Dank, Regina, Dankeschön. Ihr seht schon, hier geht's richtig lustig zur Sache. Und
Als nächstes haben wir natürlich, müssen noch einen großen Dank loswerden an ganz unsere Sponsoren, die wir haben. Und einen Sponsor haben wir tatsächlich vor Ort, und zwar ist das die Firma Polar. Und da habe ich die Anja Wolf mit im Gepäck. Anja, komm mal zu mir. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Auf was können wir bei uns heute freuen? Ja, also erstmal finden wir super, dass wir da sind als langjähriger Partner der IFAF. Also vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir haben diese wunderbaren Presenter, die ihr eben kennengelernt habt, mit unserem neuen Sender ausgestattet, dem Verity Sense. Und wir werden während der Workouts einfach mal schauen, wie intensiv die arbeiten, wie schweißreibend das ist oder eben im Nachhinein, wie beruhigend das Ganze auch in der letzten Session sein wird. Freuen wir uns sehr drauf. Sehr gespannt, bin sehr gespannt. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid, du und dein Team. Ihr werdet immer mitbekommen, wir werden immer wieder regelmäßig mal gucken, wie die Puls und wie der Puls der Referenten hochgeht oder auch nicht. Und da bin ich auch sehr gespannt, je nach Programm, was wir da an Pulsmessungen haben. Ich bin sehr gespannt. Noch ein Tipp für euch, wenn ihr jegliche Fragen, Kommunikation, habt ihr die Möglichkeit in unserem Facebook-Chat alles Mögliche reinzuschreiben. Wir haben unser Team im Hintergrund sitzen und die euch live jetzt vor Ort alle Fragen beantworten werden und auch die Kommunikation weiter an die Referenten weitergeben werden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Komplimente, Fragen habt, einfach gerne in den Facebook-Chat reinschreiben und es wird auf jeden Fall live hier bei uns ankommen. Auch denkt daran, jetzt sofort fleißig wählen. Zu guter Letzt haben wir noch unser Gewinnspiel. Ihr habt die Möglichkeit, noch verschiedene Preise zu gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist einfach nur ein Foto zu schießen oder ein Video zu machen und dann mit dem Hashtag IFAFunWorkout2021 hochladen, IFA markieren, Polar markieren und das Trainermagazin markieren und habt die Möglichkeit, dementsprechend tolle Preise zu gewinnen. Denkt daran, immer wieder schön fleißig Fotos machen, die hochladen. Wir freuen uns über jede Einsendung, die ihr habt. Before we start, I change now into the English version, so for all our English friends, prepare yourself, have a lot of fun, prepare your mat, prepare your drinks, take a lot of pictures, load them up with the hashtag IFAFunWorkout2021, so you can win a lot of cool prizes. Wir sind soweit, wir können starten, ich gebe die Bühne frei, die ganzen Presenter können jetzt auf die Bühne kommen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, schwitzt, was das Zeug hält, lacht, was das Zeug hält, macht ganz viele Fotos, wir freuen uns drauf und wir sehen uns wieder ganz am Ende bei der Abmoderation. Viel Spaß mit dem IFA Fun Workout 2021. Let's go! Alles klar. Und zwar, ich denke, es geht in die Kamera rein, oder? Richtig, nach geradeaus, nach vorne. So, bitte, Contenance, okay. Herzlich willkommen zum ersten Teil. Wir machen IFA Max, Muscle Activity Excellence, 30 Minuten lang euren willenlosen Körper und auch euren willenlosen Körper und der Stepper. Wenn du einen Stepper hast, stell ihn bitte auf den Support drauf. Wenn du keine Supports hast, ist nicht schlimm, aber was wir brauchen, ist definitiv ein Handtuch einmal drunter, okay? Und ihr seht ja, wir haben ja alle diesen schicken Polar-Pulsmesser an. Ich bin schon ganz gespannt, was der Puls von meinen Kollegen machen wird. Dafür habe ich Klaus, den frage ich nachher nochmal von Polar, mal sehen, was nachher mein Puls bei IWA macht, wenn ich den machen muss. Was ist wichtig? Wir machen Kraft, Ausdauer und Koordination. Ich gebe euch immer erst drei Übungen vor. Drei Übungen heißt, die machen wir 45 Sekunden lang und die ziehen auch richtig durch, damit die Pause 15 Sekunden lang auch wirklich Sinn macht. Wir beginnen generell immer auf dem Bodenteil, machen Schulterkorb, das heißt, wir machen was für die Arme, für den Rumpfbereich. Dann gehen wir nach oben, machen Unterkörperkraft, das heißt, irgendwelche Squats oder Lunges und am Ende was für die Pumpe, nämlich für die Ausdauer. Und das machen wir in zwei Sätzen, drei Blöcke. Habt ihr mitgeschrieben? Das ist das, was wir machen werden. Ich hoffe, wir fallen nicht von der Bühne runter. Wir haben vorhin mal extra geübt, ja. Und denkt daran, wenn ihr jetzt zu Hause seid, nehmt die Kamera, nehmt euer Tablet und bitte tut mir einen Gefallen. Macht ein geiles Foto, weil man kann nämlich hier was gewinnen. Und zwar ganz viele tolle Preise von Polar, vom Trainermagazin. Einfach heute oder spätestens bis morgen, aber heute wäre ganz cool, ein geiles Video machen während dem Workout und einfach auf die IFA-Seite drauf, Instagram oder Facebook mit dem Hashtag IFAFunWorkout2021, okay? Und Trainermagazin und Polar verlinken und schon seid ihr mit dabei und könnt was abstauben. Tolle Gewinne. Wenn ihr sagt, oh Gott, so viel Information, schaut auf die IFA-Seite drauf. Ich denke, ihr seid bereit für Sport. Habt ihr das gehört? Alla hopp, das war Steven Spielberg. Okay, der kurze Stepper bitte nach vorne. Ich zeige euch die Warm-Up-Übung, die auch. Jetzt. Ich kann so nicht arbeiten.
Also, Warm-up-Übung Nummer 1. Wir kommen in den Stepper. Ihr beginnt bitte breit zu laufen. Ihr könnt jetzt schon mal mitmachen, damit ihr wisst, was gleich kommt. 4 Beats. Dann gehen 4 Beats geschlossen. Ruhig, Iva, ruhig. 4 Beats dreht ihr euch nach rechts, wir nach links. Dann wieder breit. 4 Beats. Easy running. 4 Beats schließen. Breites Laufen. Wieder schließen, 4 Beats, breites Laufen und wieder schließen. Das machen wir 30 Sekunden lang. Dann gehen wir außen, außen, innen, innen. Das könnt ihr auch wieder mitmachen. Running Arme. Das machen wir 15 Sekunden lang. Guck mal, der nimmt Drogen, der ist viel zu schnell. So, zweite Übung beim Warm-up. Jetzt kommt meine Step-Erfahrung. Boxposition. Oh, jetzt wird's ernst. Was? Jetzt war ich gerade gut drauf. Überleh mal kurz. Hallo? So. Ich muss einen Schluck Champagner trinken, wir werden mich hier versorgt. So, okay, wir kommen einmal mittig vom Stepper, Arme gehen in die Boxposition rein. Wir starten, Achtung, euer rechtes Bein nach oben, Crosspunch. Wechsel nach unten, na die Step-Profis, hä? Crosspunch auf die andere Seite. Danach, 5 Sekunden lang mit deinem Uppercut aufwärts haken, bitte nicht selbst hauen, ja? So, und dann von dort, das wird's richtig kompliziert, nach oben, nach vorne, nach oben, aber das nie habt nicht vergessen, gell? So, okay, wir kriegen wir ja doch schon hin. Das sind die Aufwärmübungen, aber jetzt kommt noch einen dazu. Wir beginnen oben, kommen in 4 Squats nach oben, mach mit, 4-mal, jetzt kommt ein Balance-Teil, Knee Raise, du gehst auf deine rechte Seite, Arm geht raus, ihr wird links, 4-mal Knee Raise, Balance, Fuß ist oben, zurück zu 4, Knie beugen, auf die andere Seite 4-mal und die letzten 15 Sekunden machen wir daraus 2, hier 2 Knee Raises, 2 Squats in der Mitte, 2 Knee Raises. Habt ihr mitgeschrieben? Warte mal. So, ihr seht, denen geht's nicht besser und alle, die Max-Trainer jetzt sind, ihr wisst, um was es geht, wir machen das Update 1.21, der erste Monat, wir sind nicht schwanger, nein, nein, und zwar erster Monat, Konditionsablauf 1, 2 und 3, okay, 30 Minuten lang. Nach dem Warm-up geht die Musik nochmal kurz aus und ich zeige euch immer eine kleine Vorschau, was als nächstes an Übungen kommt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, gebt euer Bestes und ihr auch natürlich zu Hause, genießt das IFA-Fun-Workout und ich hoffe, ihr seid bereit. Ja. Seid ihr alle bereit? Sehr schön, wir kommen in den Stepper. So, bisschen Musik auf die Ohren. So, ihr wisst doch, was alles war? Voll vergessen. Warte, du musst mal kurz drehen. So, schön nach oben laut, genau, damit ich das hören kann. Und Sachen aufziehen. 4 3 Wir hören nichts, aber wir starten 2, einfach mal. Achtung! Breites Laufen, go! Go, 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 go! Drei, zwei, wir bleiben breit, öffnen. 4, 3, 2, schließen. Ihr dreht nach rechts, wir nach links. Wieder breit, nochmal. 4, 3, 2, schließen. Bleibt in den Stepper, Achtung. Ihr laut, 5 Sekunden lang. Komm, mach dich warm. Oh, da bebt schon die Bühne. Noch 4. Kannst du erst bleiben. Achtung, noch 4, 3. Good job, Chest Opener. Kurze Mobilisation, zieh die Arme nach hinten. Wir haben noch 5 Sekunden Pause. Nicht so dramatisch bitte, ja? Kommen wir mit dem Stepper. Schluss jetzt, Boxposition, wir gehen erst nach oben. Hier mit dem rechten Bein, wie auf links. Deckung ist oben, wechseln. 15 Sekunden lang. Cross Punch. Zieh dein Knie nach oben. Wenn die Musik lauter ist, höre ich auch was, wenn ich taub bin. Achtung, Achtung, Uppercut. Hier zu Hause, auf geht's. So, ich merke schon, Klaus denkt sich gleich, wie untrainiert wir sind, wenn er den Puls zieht. Letzte 4, 4, zieh dein Knie hoch, Warm-up. 3, sehr schön. Beine bleiben, Arme gehen nach oben. Push, nach vorne, nach oben. Push, nach vorne. Kleine Arm-Bein-Koordination. Nochmal, denk an die Arme, schön weit nach oben, mach die Schulter warm. 4, 3, 2, good job. So. Rest, ganz gut, gell? So, schau her, über den Step. 4 Squats. Wir steigen ein nach oben, kommen auf deine rechte Seite mit 4 New Rays. Erst 4 Squats, Hände. Go, 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 go. Mach die Arme lang. Wechsel, Gewicht verlagern. 4, Tempo raus. 3, sind wir noch da? 2. Achtung, in der Mitte 4. Lang. Halt die Balance. Knie und Ellbogen zusammen. 5
ihr Lieben. Ihr wisst jetzt, was passiert. Jetzt schon. Ihr wisst ja, was passiert. Nochmal das Ganze. Kriegen wir die Musik ein bisschen lauter. Das ist nur die Rede so laut im Hintergrund. Okay? Musik ein bisschen lauter, wäre mega geil. Achtung, der kommt zum Running. Zweiter Satz. Achtung. Ready? Dankeschön. Go. 4, 3. Ihr zu Hause dreht nach links. 4 nach rechts. Right. Run. 4, 3. Vier mit schließen, drehen. Come on. 4, 3. Nochmal breit, bleibt hier. 2-mal hoch, wir gehen hoch, 2-mal, laufen dann mit Runnings nach vorne, wieder dein rechter Fuß 2-mal, vorne am Step, 4 Beats nach hinten, das bleibt immer so, wie es ist, okay? 2 hoch, dein rechter Fuß, 4 vor, dein rechter Fuß 2-mal hoch und das Ganze zurück. Das ist die erste Cardio-Übung, okay? Merkt ihr die, dann kommt 1-mal der Unterkörper mit dem Kraftteil. Wir gehen in den Squat rein, kommt tief, jetzt weißt du, ja, jetzt gehört ihr noch mir. 1-mal hoch, noch. Double Bounce, wir switchen. Ihr nach rechts, wir nach links. Schaut diese Fußdivergenz, der Fuß ist hier im Step, in die Mitte zurück, von vorne. Double Bounce, kurzer Switch zur Seite, bei dir nach links und wieder zurück. Jetzt gehst du auf den Boden runter, dann können wir auch gleich starten. Dreh mal den Stepper, nimm dein Handtuch dazu. Wir starten mit Schultercore. Und zwar, komm auf die kurze Seite, leg dich nach hinten, Bein 90 Grad, ein Bein gestreckt. Die Hand geht hier zum Knie, 4 Beats. Und 4 Beats auf der anderen Seite. Die ersten 15. Dann gehen wir auf 2 Beats und dann gehen wir auf Single. Einfach mitmachen, okay? Frau Schulzki, sind Sie bereit? Achtung! Wir starten mit der Musik. Ja, los geht's. Können wir das Team wechseln? So, Leute, wir trainieren einfach jetzt mal rechts. 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Vier, Schulter hoch, wenn ihr den Bauch spürt. Nochmal wechseln.
I can take you where you wanna go. Let's go. I can take you where you wanna go. Let's go. I can take you where you wanna go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go, 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 go. Schluss jetzt! Achtung, Cardio, richtig? Zu Hause! Rechtes Bein 2, 4 vor und vorne hoch! Go! Woo! Hoch! Hoch! Vor, ja, so! Vor, hoch! Backward! Rechtes Bein, rechtes Bein! 4, 3, 2, hoch, jetzt ist der Beat da, kurz rausgekommen, mit dem Step, hopp, hopp, vor, am Ende, komm, Power Runnings, backward, yes, up, up, travel forward, up, up, komm hier noch einmal hoch, 4, 3, 2, warte mal, ach Kinders, das ist auch immer so anstrengend, dieser Sport. Komm, wir drehen nochmal. Zweite Runde. Ihr zu Hause. Handtuch. Okay? Bereit? Achtung, anderes Bein. Ready? Erste Runde, zweiter Satz. 4, 3, 2. Du wechselst. 4. Spür mal den Bauch. Wechseln. Merkst du was? Wechseln. Schulter hoch. Auf 2. Komm. Halten! Halten! Schulter noch ein bisschen höher! Komm, komm, komm! Leute, wenn ihr zu Hause was zu trinken habt, macht das in der Pause! Okay? Singles! Go! 5 Sekunden! Yes! Come on! Nur für euch zu Hause! Yes! Denkt an die Fotos! Tolle Gewinne! IFA Front Workout 22! Bring it up! Sehr schön! Ah, schon viel. Drehen. Four. Three. Bereit? Two. Komm tief. Ready? Wir gehen auf die Seite. Up. Double. Switch. Back. Up. Double. Switch. Back. Mach dich lang. Double bounce tief. Kurzer Switch. Sehr gut. Lang. Yes. Come on. And back. 15. Push. Hup, back, woohoo, und läuft, oder? Lang, double, switch, back, nochmal, good. Die letzten, 8, double bounce, switch, bleib tief, spür die Beine, Arme sind oben, lang, noch 4, double bounce, switch, einmal geht's noch rüber, oder? Yes, woo, good job. Schau her, bei Cardio. Gehst du jetzt nach oben mit dem linken Bein. Linkes Bein hier, zweimal wieder hoch mit rechts. Ready? Beginnen, komm. Hoch, hoch, schwelle, come on. Links, backward. Trainieren auf eigene Gefahr. Komm, 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 hier sind wir. Hoch, hoch, nochmal, komm. Links, links, 4 nach vorne. Links hoch, yes! Na, Schüsse! Klaus, was macht der Puls vom Ivan? Lass mal sehen! 96! 15! Ist da noch nichts? Komm, 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 komm! Hoch, hoch! Polar sagt die Wahrheit! Noch 4! Nochmal! Vor, zurück! Up and down, good job! Soll ich wiederbeleben? Mund zu Mund, ah! Nur mit dem Negativtest. Pause ganz kurz.
Danke an den DJ. Guck mal, sind wir schon wieder schlapp, hä? Schau, wir gehen weiter. Bitte bleibt hier, ich zeige euch, was passiert. Seid ihr da? Komm, an die Front, an die Front. Schau, ja, wir gehen gleich, was ist eine kurze Pause. Wir gehen nächste Übung rein. Wir beginnen mit Cardio. Ihr kommt bitte auf die rechte Seite, Hände vor, 5 Sekunden lang, Boxjumps. Danach bleibst. Wisst ihr, wir haben nur Schiss, dass es anstrengend werden könnte. Weißt du? Na ja, geht's dann wieder dahin und dahin und Fuß in den Kopf. Ja, aber es ist anstrengend, wir drücken sich alle. So, schau her. High Knees. Und dann 5 Sekunden lang Step Over, okay? Tap den Fuß. Was wichtig ist, damit beginnen wir nicht, das kommt erst als letztes. Dann kommen die Beine, wir kommen auf die rechte Seite von dir für einen Step. Seid ihr da? Lunges Forward, Triple Step, Lunges auf die andere Seite hinter dem Step, das hintere Bein. Okay? Triple Step, vorwärts, dein rechtes Bein. Nach hinten, dein linkes Bein. Das machen wir 45 Sekunden lang, aber nur auf der Seite, okay? Wisst ihr, wir, die mit der Hautfarbe, die etwas dunkler sind, die verstehen das sofort. Aber ihr müsst ihr nochmal mitschreiben, oder? Schau ja, jetzt gehen wir weiter und haben dann unseren Bodenteil. Komm nach vorne, Hände auf den Step, ihr kommt mit, wir starten direkt gleich rein, noch nicht die Musik anmachen. Schau ja, wir gehen tief und hoch, doppeltes Tempo. Und dann gehen wir mit einem halben Tempo, rechter Arm, linker Arm. Und was richtig geil wäre, dass das Workout auch funktioniert, eine kurze Pause. Okay, wir kommen nach oben. Eine kurze Pause war schon viel zu lange. Ja. So, Musik bitte an. Wir starten auf dem Bodenteil, die Füße sind breit. Du gehst als erstes mit der rechten Hand runter, zweimal schnell. Okay, wir starten. Füße breit. Rechte Hand zuerst, wir links, ne? Zweimal schnell, hoch und tief, rechts, links. Oder ihr rechts, links, wir links, rechts. Nach unten, nach unten. Komm, 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 doppeltes Tempo. Dein Arm, halten, warten, halten. Ihr, auf euch zu Hause kann man es viel besser verlassen als auf die Kollegen. Rechter Arm, dein linker Arm, nochmal. Rechts, links, hoch, hoch, tief, tief, hoch. Stabi, zurück. Nicht das hier, das ist ein anderer Film. Das läuft später. Lift, zurück, lift, nochmal. Geht aber wirklich ganz gut. Lift, hoch, nach vorne, nochmal. Walk, pick it up. Oh, Entschuldigung. Lift, zurück. Eieiei. Leute, ganz ehrlich, wenn die Kinder im Raum sind, schaltet die einfach mal aus dem Raum raus. Oh, oh, komm auch auf die rechte Seite. Lunges, okay? Linkes Bein. Ihr auch, komm. Vor, triple, hinten, triple. 3 Schritte jetzt. Lunges, turn, down. Die Arme. Komm, es soll athletisch bleiben, oder? Vor, sehr gut. Jetzt sind wir alle da. 8, 7, 6, 5. Come on. Drop! 4 noch! Komm, 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 die Musik läuft noch! 8, 8, komm tiefer! 4, 3, 2, yes! 1! Jetzt wird's ernst! Leute, 17.04. Fitness Personal Kongress, richtig? 40% am Orange Day. Schaut mal rein, okay? Ich bin dabei mit EDRQ. Ready? Let's go! Hop! Ja, 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 ja! Hop! Cardio! 4! Nö, nö! Kleingedrucktes! Bleib auf der linken Seite! Ihr auf rechts! Run! Komm, komm, komm! Wir sind auf der linken Seite, die auf rechts. Clear! Komm, komm, komm! Power die Beine. Step over. 5 Sekunden. Triple. Go. 1 and 2. Hop. Arme. Woohoo. Yes. Come on. Du kannst auch anders. Endlich kannst du dich mal austoben. Eh? Good job. Von vorne. Leute, zweiter Satz. Wir gehen mit dem rechten Arm runter. Ihr mit dem linken. Okay? Komm vor. Hände sind vorne.
Ja, nehmt ihr rechts. Wir rechts. Ihr links. Füße breit. Schnelles Tempo. Go. Go, 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 go. Lift. Arme. Arme. Komm. Hopp. Yes. Hoch. Zieh den Arm nach vorne. Gib mir nochmal 30 Sekunden. 1, 2. Tief und hoch. Hüfte stabil. Nochmal tief. Ihr spürt die Schultern, ihr spürt den Bauch. Jetzt. Arme. Gib mir mal 5 Sekunden. 8, 7. Füße breit. Tempo raus. Kontrollier den Körper, nicht der Körper dich. 4 noch, gell? Domi. 3, 2, 1. Good job. Andere Seite. Das ist kein Parship hier. 4, 3. Weiber. 2. Lunges. Dein linkes Bein. Komm vor. 4. Triple. Down. Das Knie. Du willst was spüren, oder? Komm tief. Yes. Down. Jetzt läuft's. So geil, wenn die mal ruhig sind. 3 Sekunden. Komm. Down. Switch. Yes. Sehr gut. Leute, nutzt die Wohnung. Dafür bezahlt ihr die Wohnung. Vor, zurück. Immobilien-Scout 24, wenn zu wenig Platz da ist. Komm, komm, komm. Gib mir noch 15 Sekunden. Drop, switch, drop, switch, drop, switch, drop, switch. Komm vor, zur Seite. 3 noch, nochmal. 2, letzter geht noch. Good job. Ich? Mein Puls. Klaus hat 49. Leute, einmal Cardio noch, oder? Hand auf Step, komm auf die rechte Seite. Ja, auf links. Komm, Jump. Komm zusammen. Sonst denken wir, können kein Beat. Komm, komm, komm. Noch 4. Wir halten auf der rechten Seite an. Achtung. High Knees, rechte Seite. Ihr seid links vom Step. Guck mal da. Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch. Komm, komm, komm. Step over, please. Come on. Hopp. Tap den Fuß. Komm, nimm die Arme mit. Noch 8. Dankeschön. Ja, ja, wir dunkel, ich muss doch zusammenhalten. Woo! Good job. Kurz Musikpause. Guck mal, Leute, jetzt habt ihr genau insgesamt... Ne, einer fehlt noch. 6 Minuten fehlen noch. Wir haben jetzt 18 mit dem Warm-up. Wir kommen einmal zum Cardio. Und das Schöne bei Max, was du übrigens in der Ausbildung bei der IFA natürlich buchen kannst, heute und morgen gibt es nämlich 20% auf die Max-Ausbildung. Schau mal auf die IFA-Seite. 20% auf die Zoom-Ausbildung momentan. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Es gibt einen Tag. Okay? Max-Ausbildung, IFA-Seite. Ich hoffe, wir sehen uns, gell? Schau ja. Jetzt kommt der letzte Konditionsblock und da wiederholt sich das Ganze im Cardio. Das heißt, wir beginnen wieder hier mit rechts, zweimal hoch. Vom Konditionsablauf 1. Nur die Beinübung, die ist eine andere. Okay? So. Die Beinübung beginnt oben auf dem Step. Komm hoch. Einmal hoch, komm bitte. Ihr seid auch oben. Die Arme starten tief. Wir gehen dreimal tief in Double Bounce. Beziehungsweise dreimal. Komm einmal hoch, Arme gehen nach hinten. 3, 2, 1, hoch. 5 Sekunden lang. Danach Singles. Okay? Runter, hoch, runter, denk an die Arme. Dann die letzten 5 Sekunden gehen wir, ihr auf rechts, einmal in Squat rein, Triple Step auf deinem Step oder auf der Matte oder auf deinem Handtuch und immer wieder ein enger Squat zur Seite. So 3 15er Blöcke. Die letzte Übung, die wir machen werden, ist auf dem Boden. Da starten wir jetzt direkt. Leg mal dein Handtuch bitte auf deine rechte Seite. Du musst es nicht bügeln, Falten reicht. Wir kommen in die Push-Ups für Schulter, Core, Hände vorne überlappen, Füße breit. Und dann gehst du in einen Push-Up im Single-Tempo. Du ziehst mit der diagonalen Hand das Handtuch rüber auf die andere Seite. Kommst in den Push-Up. Der Fokus ist auf dem Push-Up, nicht auf dem Handtuch. Okay? So. Das sah so elegant aus bei dir. Ja, einer muss ja. Was macht der Puls bei dir? Der sieht gut aus. Also streng nicht mehr an, weil du machst ja nichts. Du bist mal... Ach, da unten steht... Ach, du Scheiße. Leute, seid froh, dass ihr den Klaus seht, glaubt mir. Wir beginnen mit Push-Ups, dass Frau Schulz mal was für die Fitness macht.
Okay, Füße breit, Musik an. Wir beginnen mit dem ersten Push-Up. Dann kommt dein Handtuch komplett auf die andere Seite. Hände breit, vorne überlappen. Und Sven fehlt. Was, Sven fehlt? Ah, guck mal da hinten, der Ausländer. Achtung, komm schon mal hoch. Bauchspannung, ihr zu Hause. Wir gehen tief, einmal Single, Handtuch auf die rechte Seite. Dann zieh es rüber. Go. Tief, warte, pull, jetzt, absenken, halten, Kontrolle, come on, push, hoch, ziehen, warten, tief, wir haben erst 30 Sekunden, hier kommt die Challenge, nochmal, come on, wir haben noch 8 Push-Ups vor uns, 7, hoch, zieh zur anderen Seite, 6, hoch, ziehen, nochmal, hop, up, pull, let's go, down, up, ich verarsche mich nämlich da hinten, come on, down, up, zwei noch, down, up, yes, letztes Mal, tief, hoch, back, good job, rest, danke, nee, nee, Beine, 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 hochkommen, aber sind hier, wir starten in der Mitte, 3 Teilbewegungen, 5 Sekunden, down, 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 up, 4 Wiederholungen, 5 Sekunden, noch 2, Dribbel, spür die Beine, nochmal, das Ganze geht auch in Single, let's go, down, up, schön leichtfüßig, nicht, dass der Nachbar denkt, was denn da los, tief, hoch, alles gut, Achtung, ihr geht nach rechts, jetzt, tief, Dribbel, Squat, Dribbel, koordiniere die Füße, tief, and Dribbel. Wir haben noch 4. Du hast noch 3. 2. Einer geht noch. Good job. So, jetzt kommt Cardio, richtig? Ja. Komm in die Bewegung. Leute, ihr geht zweimal hoch. Im rechten Bein mit links. Und kommt nach vorne. Run. Cardio von der 1. Vor. Vor. Hoch. Hoch. Zurück. Hinten starten. Zweimal hoch. 4 nach vorne. Egal, wir leben noch. 3 Sekunden, komm. Up, up. Komm, komm, komm. Hinten. 2 nach oben. Running nach vorne. Komm, wir haben noch 50 Sekunden. Hier und jetzt. 1, 2, 4, 4. Innen, innen, nach hinten. Letztes Mal. Für 8, 7, 6, 5. In 4, 3, 2, 1. Hier ist der Block. Hier sind die Hooligans. So, okay. Hey, nochmal Push-Up. Push-Up. Handtuch, zweiter Satz. Leute, noch 3 Minuten. Wir schaffen das. Bob der Baumeister. Hoch, pull, warte. Bring Oberkörper tief. Yes, nochmal, tief, hoch, denkt an das Foto, ein lustiges Foto von euch, posten, verlinken, down, up, Eva von Workout 22, Trainermagazin Polar, schickt das Foto bitte auf die Eva-Seite, Facebook oder Instagram und schon hast du irgendwas bestimmt gewonnen. Noch 4-mal, zieh rüber, noch 3-mal, zieh rüber, 2 schaffst du noch. Absenken, hoch, pull, dein letzter, 4, 3, 2, jetzt, noch 2x45, 2x45, 89%, die anderen sind höher, oh. Beine, go, komm, hoch, warten, 3-mal, tief, einmal hoch, 3-mal Teilbewegungen, einmal Single hoch. Das Ganze 5 Sekunden lang. Singles. Go. Down. Arme. Down. Arme. Down. Arme. Komm tief. Sehr gut. In 4. In 3. In 2. Wir starten auf die rechte Seite. Squat. Down. Triple. Yes. Komm tief. Zieh die Arme mit.
Yes, nochmal. In 4 letzte Sekunden laufen. Nochmal tief. Auf deine Seite, auf deine rechte. Sehr schön. Noch einmal Cardio. Einmal Cardio. Einmal Cardio. Doch, doch. Ihr im linken Fuß. Ihr auf den Brüsten. Und du oben. Kommt, keine Ahnung. Hier rein, komm. Hoch. Hoch. Vor. Vor. Schließen. Lauf nach hinten. Hoch. Hoch. Vor. Vor. Leute, gebt nochmal alles. Das sind nur eine halbe Stunde. 1, 2, 4 Beats vor. Auf links. Yes. Backward. Hoch. Nice, Kaugummi. 15, Regina, wir sind alleine. Come on. Up. Up. Hinten, letztes Mal. Für 4. Und ihr lauft nach vorne. Komm hoch. Komm hoch. Yes. Karl Cox, bitte Musik aus. So, das war das Warm-up für heute. IFA Fun Workout, bis zum nächsten Mal, weil die sind schon platt. Schau her, Max-Ausbildung 20% heute und morgen. Schau auf die IFA-Seite, wir haben Orange Day. Ich freue mich wahnsinnig, ist einen Tag lang 20% in der IFA. Max-Ausbildung mit mir hoffentlich. Und jetzt gebe ich einfach mal ab und geht's weiter mit Frau Topmöller. Vielen Dank für eure Energie, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt geht's weiter mit, was gibt's? 3D-Core, richtig? Was trinken, aber alkoholfrei. Und ein Teil ausziehen. Ein Teil ausziehen. Ihr macht Sachen. Leute, bleibt in Bewegung zu Hause. Bleibt in Bewegung. Nicht Netflix einschalten. Nicht Netflix. So, hallo, hallo, hallo. Die Domi ist gleich da mit 3D-Core und wird jetzt gerade noch hier festgeschnallt, damit sie euch auch wirklich gut unterhalten kann. Wie geht's denn, Ivan? Wie geht's? Komm her. Ich glaube, für Ivan war das ganz schön anstrengend. Oder nee, du hast nur so getan, du wolltest mir was Gutes tun. Nein, es war anstrengend, es war anstrengend. Hallo, wir haben Lockdown. Ich mach mit. Ah, du hast ja wirklich geschwitzt. Bisschen. Doch, doch. Es war sehr anstrengend. Super. Sehr schön. Nachher werde ich auch mein Bestes geben. So, ich gebe ab, weil hier ist die Chefin. Viel Spaß. Core 3D, ich freue mich. Und ich glaube, alle freuen sich jetzt nach Rebecca. Nein, total schön.
schön. Das ist nicht Chor, das ist Latin, Rebecca. Nein. So, also, geht es los. Ich freue mich. Wie ich ja schon erwähnt habe, so das Thema Verspannung, vielleicht saßt ihr heute viel, ist ja überall jetzt gerade das Thema Homeoffice. Und da habe ich mir so ein bisschen was überlegt, was euch jetzt mal so die ganzen Verspannungen löst im Nackenbereich, im Lendenwirbelbereich. Und deswegen starten wir da. Ich hoffe, ihr habt schon ein Foto gemacht. Sie haben es ja gerade schon dargestellt. Aber wir fangen einfach an, die Musik ist an. Also starten wir. So, die Füße etwa hüftbreit geöffnet. Ihr seid soweit, ihr habt Platz. Ja? Okay, wir verlagern auf unser rechtes Bein, wir auf links. Wir kommen mit dem rechten Knie nach oben. Das heißt, hoch und tief. Noch einmal. Zieh nach oben und geh mit dem Bein nach hinten. Zieh hoch und tief. Wir mobilisieren jetzt mal die Hüfte. Ganz langsam. Stabilisier, Balance halten, Chorspannung, Bauchnabel nach innen ziehen. Schultern tief. Okay, sehr gut. Nimm mal die Arme hierher. Kreise nach vorne, kreise nach hinten groß. Nach vorne, nach hinten. Mach dich auch ganz groß. Das sag ich auch immer sehr gerne. Ah, da komme ich auf die 1,60. Wow. So, ihr macht weiter vor. Und schaut mal, ich nehme den Oberkörper mit nach vorne in die Rundung und nach hinten raus. In die Überstreckung. Raus. Ja. Wie machen die das da hinten? Ah, das sieht schon ganz gut aus. Ja. Vor. Zurück. Noch einmal. Vor. Zurück. Ich glaube, wir können es ein bisschen schneller. Jetzt sind wir dabei. Auf geht's. Vor. Rück. Und immer noch Oberkörpereinsatz, sprich Beuge, Strecke. Ja, immer noch hier, hier. Beugen, Strecken, Arme mitnehmen. Ja, hier hin. Ich hoffe, euch geht's gut. So langsam merkt man den Rücken. Ja, merkt ihr auch? Ja. Oh. Okay, wir kommen mal nach vorne. Halten hier. Gehen tief, bleiben. Mal die Knie beugen und wechseln. Und die Arme ganz locker lassen. Ah ja, da kommt schon der Latin. Schauen wir mal, ob die Hüfte bei Rebecca kommt. Ach, ich freue mich, dass du es gewählt hast. Bleib mal ganz locker, einfach hier hängen lassen. Kinn über Herzhöhe. Locker die Arme. Vier mehr. Noch drei. Noch zwei. Wir rollen langsam auf. Komm wieder nach oben. Anderes Bein. Zieht nach oben. Geht wieder nach hinten. Ganz langsam. Hoch. Tief. Hoch. Und wir nehmen wieder den Oberkörper mit. Das heißt, die Arme erstmal mitnehmen. Schultergürtel. Wie zu Beginn. Auskreisen. Anderes Bein. Andere Stabilität. Hier. Und hier. Und ein bisschen runder. Nach hinten strecken. Wie zu Anfang. Nach hinten. Ja, ja, ja. Schön weit nach hinten. Ja, ich hoffe, ihr macht das auch so. Das sieht schon mal ganz gut aus, dieses Machen. Ja, Frau Bartel. Schön in die Rückbeuge. Nochmal. Ja. Gut. So, ich glaube, wir können ein bisschen schneller. Auf geht's. Hopp. Und ziehen hier. Passt ihr mal auf hier? Ja. So. Für alle, die noch keine Trainer dessen sind, ihr wisst, heute ist der Orange Day. Ihr dürft buchen. Heute wie auch morgen noch. Prozente auf die Ausbildung findet ihr auf der IFA-Seite. Vier. Noch drei. Ich glaube, ihr merkt euren Rücken. Wir können langsam wieder zurück. Bleibe hier, kreise und roll mal über deine Füße auf und ab. Ah, Fußspitze, Ferse. Ja. Yeah. Gut. Bleibe hier. Arme öffnen. Schließen nochmal. Auf. Das heißt ja nicht umsonst 3, Core 3D.
Wir machen dreidimensionale Bewegungen. Somit kommt die nächste. Das heißt, verlage auf dein rechtes Bein, wie auf links. Das andere Bein kommt jetzt hoch und zieht jetzt streck zur Seite. Halte die Balance, gehe tief. Noch einmal hoch, zur Seite und tief. Das ist der Prozess, okay? Noch einmal hoch, seit, tief und wieder ran. Nochmal hoch, streck seit, geh hier hin, bleibe hier und rotiere auf. Und dein Becken bleibt dabei vorne, nur die Brustwirbelsäule. Rotation. Nimm die andere Hand als Stütz. Hier hin. Zurück. Neunmal. Hopp. Zurück. Wir bleiben hier. Üben das nochmal und kombinieren gleich alles. Hierher. Euch geht's gut? Boah, ne? Regina. Mit dem Bein. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3 und 4 von Anfang. 1, zieh raus, leg ab, Hüfte vorne, aufdrehen. Neunmal, ran, seit, aufdrehen, aufdrehen, zurück. Letztes Mal langsam, merkt euch die Abfolge. Hier hin, absetzen und ein bisschen schneller. Hoch, seit, ran, drehen. Hopp. Ah, sieht gut aus. Synchronität hier. Ha. Ja, schön. Alle dabei? Machen wir noch 4 Stück. 4. Und hopp. 3. Hier wird sogar ein Background mitgemacht. Total cool. Und noch einmal. Gut. Bleibe hier und schwing mal nur das Bein. Bleib immer noch auf der Seite. Nur so einen Schwung rein und Schwung. Wenn du zwischendurch das Gleichgewicht verlierst, kannst du immer wieder absetzen, okay? Schwung, dabei schönes Foto, so wie jetzt. Foto, IFA Fun Workout 2021. Tag die IFA, Tag Pula und das Trainermagazin. Jetzt kommen die besten Bilder zustande im Balance. Hier, gut. Schaut mal, wir machen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das war ein schönes Bild. Noch einmal. Schaut mal. Wir gehen hierher. Hopp. Den Arm mitnehmen. Nach unten. Diagonal. Rotieren. Hier. Ha. Gut. Ich zeige denen das mal eben, weil ich glaube, da war irgendwie nicht so ganz die Erklärung eindeutig. Rebecca, Hammers. Schön die Arme, nicht boxen. So, die machen schön weiter. Nochmal 4. 4. Hopp, hopp, hopp. 3. Da, da, da. Und 2. Ich mache noch ein bisschen mehr. Schaut mal, kommt mit. 1, 2, Kreis. Nochmal. 1, 2, Schultergürtel mitnehmen. Komm. Hopp, hopp. Einmal noch. Gut. Bleibe hier und geh mal nur zur Seite. Von rechts nach links. Die Bühne, die geht so schön mit. Der Iva ist schon seekrank. So, komm langsam hoch und zieh mal von rechts nach links. Von rechts nach links. So, jetzt haben wir schön die eine Seite gemacht, aber die Hüfte wie auch der Rücken möchte jetzt ab zur anderen. Schließe die Beine und nimm dein anderes Bein hoch zur Seite. Erstmal langsam, tief und wieder zurück. Nochmal nach oben, zur Seite, hierhin. Und zurück. Nochmal. Hoch. Seit. Ja, die Ballettstange fehlt noch. Stellt euch sie vor, dann geht's besser. Hoch. Hoch. Ja. Und nochmal langsam. Ich nehme den Oberkörper dazu. Könnt ihr euch erinnern?
Wir haben hier, sind wir geblieben und rotieren hier auf. Komm zurück, rotiere, komm erstmal nur in die Bewegung. Was war wichtig? Hüfte gerade halten. Das heißt, Nabel nach innen und nur aus der Brustwirbelsäule. Ja? Dreh dich nur hier raus. Ich hab's gesehen. Ja? So, komm zurück. Rechtes Knie. Seit, dein linkes, hier hin, zur Seite, nochmal, hoch, hoch, schön die Balance halten, bei uns ist es noch wackeliger, zieh zur Seite, noch einmal, hoch, seit, Iva, mach nicht die Bühne fest, hier, letztes Mal langsam, hoch, seit, seid ihr bereit, schneller, auf geht's, hopp, hopp, hier und seit. Nochmal. Hochziehen. Seite zur Seite strecken. Ah. Ich hoffe, ihr seid nicht mehr so verspannt wie zu Anfang. Vor allem nach Rebeccas Kurs. Vier mehr. Hopp. Oh. Ich dachte, der Nico singt gerade. Oh. Das hörte sich gerade echt so an. Entschuldigung. Nochmal vier. Vier. Ach, wie schön. IFA Fun Workout. Drei. Und zwei. Letztes Mal. Marcel tanzt im Hintergrund. Nur das Bein. Pendeln. Hopp. Pendeln hier. Immer wieder absetzen. Komm zurück hierher. Ach, herrlich. Der Marcel, komm doch mal nach vorne und tanz mit. Das macht Fun, ehrlich. Und hopp. Und wisst ihr, wir verlagern jetzt wieder aufs Standbein und pendeln. Pendeln. Verlagert. Hopp. Hopp. Ist da noch? Die drei. Pendeln. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hopp. Hopp. Drei, vier. Könnt ihr euch noch erinnern? Tief. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Lass schwingen. Schwung, Schwung. Hopp, hopp. Was ist hier los? Schwung, Schwung. Nochmal vier. Vier. Hopp. Genau. Noch drei. Drei. Tief. Sehr gut. Zwei noch. Ah. Ein mehr. Und vier. Mit dem Auskreisen. Hopp. Großer Arm. Drei. Schöne Süße, sie hat gesagt, es ist schön. Noch einmal. Und sehr gut. Bleib hier und schwing nur aus. Lass locker den Oberkörper richtig hängen lassen. Von rechts nach links pendeln. Vor allem hier mal den Druck rausnehmen. Becken nach vorne. Runder Rücken und nur auspendeln. Locker lassen. Vier. Oh, das sieht gut aus. Letzte. Drei. Und die Knie beugen und strecken im Wechsel. Zwei. Oh. Einmal noch. Komm langsam hoch, langsam hoch. Oh, wie geht's euch? Ja? Schön mit denen. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich habe die nächste Übung. Hüfte transversal, also auch wieder in die Rotation. Und den Rücken erzähle ich euch gleich. Heißt, wir verlagern. Verlagert auf euer rechtes, wie auf unser linkes Bein. Das andere Bein schlägt über. Das ist unsere Grundposition. Von hier aus gehen wir einmal nach unten. Tief. Spür mal die Aufdehnung. Komm wieder hoch und setz erstmal ab. Nochmal. Tief. Komm wieder hoch und absetzen. Alles gut? Nochmal. Tief. Komm wieder hoch und absetzen. Es zieht jetzt schön, ja? Alles mal aufmachen. Euer Hüftgelenk freut sich da auch sehr drüber. Einmal noch langsam. Und wir bleiben hier. So, jetzt kommst du mit den Armen nach oben. An den Hinterkopf. Und geh mal zu deinem geöffneten Bein nach unten. Halte die Balance
komm wieder zurück, komm wieder hoch. Ja, safe, nochmal, ganz langsam, wir üben das nochmal. Also, das heißt, eins nach unten, zwei zur Seite, drei und vier. Noch einmal, eins, zwei, konzentrier dich, drei, halte die Balance und vier. Seid ihr bereit, dass wir das ein bisschen schneller machen? Das heißt, eins, zwei, drei, ein bisschen betonter, vier. Sie war schon im super Rhythmus. Drei, nach oben und vier nochmal. Ich denke, wenn euch das reicht von der Geschwindigkeit, dürft ihr auch hier bleiben, okay? Ihr müsst nicht schneller werden. Ich challenge sie mal. Ja, meine Kollegen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen schneller. Eins, zwei, schaut mal die Arme noch dazu. Eins, lang. Nochmal. Das schaue ich mir jetzt mal an, das Schauspiel. Jetzt schöne Bilder. Nur von Ihnen, postet sie. Gut. Komm, mach die Arme lang. Arme lang, Arme lang. Ah, genau, der Weg soll sich lohnen. Hier, Frontalebene, Seitenneigung. Ja, ein letztes Mal. Hopp. Komm nach unten. Locker aus. So, einmal locker hängen lassen und die Knie im Wechsel beugen und strecken. Lockern. Schön die aktive Pause mitnehmen. Was macht sie da? So, und beuge die Beine. Komm wieder hoch. Wie schön, dass du noch eine Seite bin. Wir üben uns auch erstmal wieder langsam ran. Heißt, verlage auf dein anderes Bein, Knie gebeugt. Hier einmal überlegen, wie schön, das Bein freut sich. Und wir gehen jetzt einmal tief. Erstmal nur das. Komm nach oben, halte. Nochmal langsam. Hierher. Kaum gucke ich drauf, beim Klaus wird's rot. Scheiße. Er hat mich wieder erwischt. Und komm wieder hoch. Einmal noch langsam. Und bleibe hier. Denk wieder hier dran, Hände an den Kopf und geh mal zur Seite, Seite. Komm zurück und komm wieder ganz zurück in den Stand. Nochmal. Das heißt, wir gehen tief, wir gehen seit, komm wieder hoch und wieder zurück. Noch einmal. Seit. Komm hoch. Jawohl. Wie konzentriert sie sind. Ich habe Rebecca und all meine Kollegen noch nie so ruhig gehabt. Ja, vorher war hier total Action. Und jetzt sind sie so konzentriert wie ihr wahrscheinlich zu Hause. Noch einmal. Und macht mal die Arme lang dabei. Hoch. Mit langen Armen. Tief. Seit. Komm zurück. Und ab. Wenn ihr wollt, bleibt ihr in dem Tempo zu Hause. Und wir werden ein bisschen schneller. Wenn du magst, kommst du mit. Ja, auf jeden Fall, sagt sie. Hopp. Nochmal. Eins, zwei, drei. Oh, wie zu schnell. Das ist die Toso X macht. Entschuldigung. Oh. Einsteiger. Noch einmal. Hopp. Merkt ihr schon? Ja, das andere hat aber jetzt schöne Entlastung. Hopp. Zwei mehr. Ja, guck mal. Sie wird hier noch Core-3D-Trainer. Halte! Locker aus. Oh, wie schön. Wie schön ist es, oder? Ja. Yeah. Ah, ich weiß über was wir heute Abend reden im Hotel. Oh, das ist doch ganz gut. Ja. So, wir kommen einmal hoch. Die hat ja eine ganze Tasche voll Alkohol mitgebracht. Das so. Ich bin soweit, ne? Ja, sie hat schon getrunken. So, okay, wir machen eine Kombination aus allen dreidimensionalen Bewegungen. Wir hatten die, wir hatten eine Rotation, wir hatten die Vor- und Rückbeuge, genau wie die Hüfte auch. Heißt, verlagert wieder auf euer rechtes Bein. Leicht gebeugt, auch fett. Entschuldigung. So. Hallo? Die Musik ist so toll, ne? Ja.
Die ist von Wow Music. Bitte einmal da unter Fascia. Ich habe den Namen vergessen. Ist von Christiane Reiter. Ganz toll. So, einmal hier beugen. Ja, Bauch fest. Und kommt mit dem Knie nochmal hoch. Ja, also euer linkes Knie. Und wir ziehen einmal zur Seite und drehen uns dabei hierhin auf. Ja. Komm langsam zurück. Öffnen das Bein. Gehen dabei tief zur Seite entlang des Beines Richtung Außenknöchel. Ah, nochmal richtig reinhängen. Komm zurück. Was macht sie denn? Komm nach unten. Beuge und strecke. Ja? Okay, bleibe hier. Und öffne hier hin. Komm zurück. Und öffne dahin. Komm zurück. Und roll dich auf. So, wir kommen wieder zu Beginn. Verlagern auf dein rechtes Bein. Wir kommen wieder hierher. Drehen auf. Wir bleiben im langsamen Rhythmus. Die Ausführung macht's. Öffne das Bein weit. Geh direkt zur Seite tief. Der Nico singt wieder. Ja! Kommt nach unten. Und wieder die Knie beugen und strecken. Während sie beugen und strecken, öffnen immer zum gestreckten Bein. Und wechseln zum anderen. Und wechseln nochmal. Sehr gut, nochmal. Wechseln. Und einmal noch wechseln. Komm zur Mitte zurück, roll dich auf. Das Ganze noch einmal. Okay? Zieh das Knie hoch. Schönes Bild. Einmal aufdrehen. Zur Seite öffnen. Geh tief. Weit, weit, weit. Komm nach unten. Beuge dein rechtes und öffne zur linken. Wechsel. Beuge. Und beuge. Schau nach oben. Und noch einmal. Oh, komm zur Mitte. Roll dich auf. Letztes Mal auf dieser Seite. Komm hoch. Öffne. Schon, oder? Betzeit. Komm nach unten. Zur Seite. Komm tief. Und öffne wieder. Beuge das andere Bein, öffne. Auch hier wieder. Oh ja. Sehr schön. Komm langsam zurück. Ah. Schließe die Beine. Anderes Bein. Langsam hoch. Gib deinem Körper die Chance anzukommen. Dreh dich auf. Zieh das Bein zu dir heran. Regina. So, öffne. Und arbeiten. Immer nur arbeiten hier. Geh nach unten. So, und jetzt wieder beugen und strecken. Beugen, öffnen. Beugen, öffnen. Hier hin. Und hier hin. Komm langsam zur Mitte. Ah, ja, genau. So, wir kommen noch einmal zurück. Hierher. Zieh das Bein heran. Öffne dein Iliosakralgelenk. Schließe, öffne die Beine komplett. Komm zur Seite. Yeah! Latin Dance ist gewählt. Rebecca! Einmal wieder aufdrehen. Rebecca freut sich. Es gibt Latin Dance. Ihr habt gewählt. Komm zur Mitte. Roll dich auf. Super. Öffne. Noch einmal. Wir haben noch zwei davon. Auf. Und jetzt Konzentration. Oh. Letzten zwei. Geh nach unten. Öffne. Sehr gut. Komm zur Mitte hoch. Letztes Mal. Hoch. Dreh dich auf. Öffne. Seit. Geh tief. Beuge und strecke. Viermal. Zwei mehr. Oh. Und einmal zurück zur Mitte. Roll dich auf. Roll dich auf. Schließ die Beine. Einmal auskreisen. Einmal hoch. Und tief fallen lassen. Roll dich wieder auf. Komm hoch. Und wieder tief. Oh. Noch einmal, öffne die Arme. Ich hoffe,
euch geht's gut. Ich danke euch. Das war's. Danke, danke. War sehr, sehr cool. Sehr cool. Let it dance. Vorbereitet. Ja, ich muss mein Mikro abziehen. Aufziehen. Wo sind die? Hat immer noch so viel an. Was hast du denn jetzt ausgezogen? Ah, die Hose hast du schon ausgezogen. Sie tanzt Latin barfuß. Mit den schwitzigen Füßen. Ich wiederhole das, was sie so alles erzählt. Ich hoffe, es geht euch besser. Ihr seid jetzt lockerer für Latin. Das war das Ziel. Und denkt immer daran, an die Ausbildung, an das Thema. Wir haben IFA Orange Day. Ihr habt super viele Rabatte, super viele tolle Aktionen für euch. Nutzt die Chance, schaut mal rein, was es alles gibt. Wie viel Prozent es auf sämtliche Ausbildung gibt. Mindestens 20 sind ausgeschrieben und mehr. Daher nutzt die Chance, heute wie auch morgen noch. Morgen ist der letzte Tag, wo ihr noch nachbuchen könnt. Core 3D, auch über Zoom aktuell. Ich freue mich, wenn wir uns auf jeden Fall wiedersehen. So, was macht denn ihr, Mr. Latin? Ja, meins muss weiter. Ja, ich gehe mal kurz runter. Bis gleich. Ihr habt gewählt. Wo ist nochmal dieses Sättel? Ihr habt gewählt. Latin. Mädels, guck. Ihr habt gesagt. So. Gut. Zieht ihr euch aus oder was macht ihr? Ach gut, unten ohne. Gut, unten ohne ist auch gut. Nicht topless, downless. Super. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wo soll ich? Wo willst du hin? Ihr geht ein bisschen weit nach vorne. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns riesig, dass dieses Event auch hier stattfinden könnte, ja, und ein paar Kollegen wieder zu treffen, auch die Leute hier im Backstage. Danke, Leute. So, wir machen eine Latin Dance Stunde und ihr könnt auch die Ausbildung Dance und Step buchen, okay? Schau mal in den Website von IFA und heute gibt es auch extra Rabatt, ja? Die Ausbildung für Dance und Aerobic und Step Ausbildung. So, nicht vergessen, jetzt während der Stunde, ja, diese halbe Stunde, macht ein Foto, macht ein Video und postet das und macht ein Hashtag IFA Fun Workout und markiert hier Paula, IFA
und die Trainermagazin. Und dann kannst du vielleicht noch eine ganz tolle Sache gewinnen. Okay? So, let's go. Sollen wir starten? Are you ready? Super. Könnt ihr ein bisschen höher machen für uns hier? Juhu! Let's go! Okay, wir machen doch keinen Step-Touch. Wir machen ganz ruhig. Gut, wir laufen nach vorne. Here we go. Wir mit links, lauf. 4. 1, 2, 3, 4. Rechts, links. Bleib hier und komm zurück. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Rechts, links. Lauf zurück. Ich bin gespannt. Wir machen Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Rechts, links. Lauf. 4. 3, Cha-Cha-Cha, bereit? Cha-Cha, pam-pam, pam-pam, rechts, links. Okay, wir lassen ein bisschen jetzt die Schulter locker. Pass auf. Cha-Cha, Cha-Cha, Schulter-Shake, Schulter-Shake. Cha-Cha, Schulter oder Brust, wie du willst. 5, 6, letztes Mal. Cha-Cha, Cha-Cha-Cha, okay. Bleib hier. 1, 2, 3, 4, lauf, 4 zurück, Step Touch. Hey! Juhu! Let's go! 4, 3, 2, cha-cha-cha, komm! Cha-cha, cha-cha, Schulter shake. Bleib hier. 1, 2, 3, 4. Jetzt hier, wir machen wieder. Cha-cha, Mambo, cha-cha, Step Touch. 4, 3, nach vorne, let's go! Cha-cha-cha, cha-cha-cha, Schulter shake. Pause. 1, 2, 3, 4, lauf zurück. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha, Mambo. Cha-cha-cha, Mambo. 4, 3, let's go, from the top. Cha-cha. Shake. Pause. 1, 2, 3, 4. Cha-cha-cha, mittels, Achtung. Cha-cha-cha, streiche. Cha-cha-cha. 4, 3, 2, ich bin gespannt. Go. Cha-cha, shake. Tiefer, tiefer. 1, 2, 3, 4. Cha-cha-cha. Achtung, streiche. Woo! Und 4, 3, 2, cha-cha-cha. Komm. Wow. 1, 2, 3, 4. Cha-cha-cha. Streiche. Good. Step touch. Okay, bleib hier. Schau mal. Rechts, links. Streiche. Hier, 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 hier. Nochmal. Rechts, links, streiche. Hier, nur bis hier. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Cross and hold. 5, 6, 7. Clap, streiche. Cross und hold. 5, 6, Achtung. 1, 2, 3, 4. 5, 6, hop. Pause. Good. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. So bereit? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. Mach noch einmal. 5, 6, 7. Fast, fast. 5, 6, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt wir drehen 7 und 8. Ha, du bist mir. Juhu! Das geht, oder? Ihr wusst es. 5, 6, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo, hallo. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, let's go. Pass mal auf. Wir gehen nach vorne. Cha-cha, cha-cha. Jetzt, das machen wir hier. 1, 2, 3, 4. Achtung, wir gehen mit cha-cha-cha, streiche. Cha-cha-cha, streiche. Ja oder ja? 5, 6, go. Cha-cha, cha-cha. Shake, shake, clap. Bam, bam.
Cha-cha rechts, bum bum, streiche. Hallo. Okay, 4, 3, 2, let's go. Cha-cha, shake. Clap. Oh, cha-cha, mambo. Cha-cha, mambo. Die letzte, 4, 3, 2, let's go. Shake. Clap. Cha-cha-cha rechts, mambo. Okay, mach hier. Nächste Übung. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Mit rechts Marsch. 1, 2, 3, 4. Let's go. 1, 2, 3, 4. Bam. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Wir gehen nach rechts. 1, 2, 3, 4. Marsch zurück. 4, 3, 2, rechts. 1, 2, 3, 4. Bam. Lauf wieder mit rechts zurück. Bleib nicht stehen. Let's go. 1, 2, 3, 4, pam. Lauf mit rechts. 4, 3, 2, eine noch. 1, 2, 3, 4, rechts zurück. 4, 3, okay, I'm here. 1, 2, 3, 4, pam. Lauf zurück. 4, 3, du bist dran. 1, 2, 3, 4, pam. Lauf zurück. Ich bin gespannt. Komm, Herr Becker. Bam, bam, bam. Jetzt gebe ich zurück. Nochmal, nochmal. Bam, 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 bam. Wenn du willst, dreh dich zurück. Juhu! Entschuldigung. 4, 3, 2, shake it. Bam, 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 bam. 4, 3, let's go! Einmal noch. 5, 6, 7, pam, pam, pam. Domi. From the top. Cha cha. Shake. Clap. Cross. Cha cha. Streiche. Jetzt shake, shake. Pam, 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 pam. Woohoo! Easy. Nächste Übung. Nächste Übung. Okay. Let's go. 4, 3, nach vorne. Cha, 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 komm. Shake. Clap. Streiche. Open, close. Whoop. Cha, cha. Cha, cha. Shake. Okay, clap your hands. Woo! Komm, noch eine. Hup, hup. Here we go, step touch. Einmal noch. 4, 3, 2, komm. Zeig mal. Hallo, die Regina hier, die. Cha cha. Woo! Cha cha. Shake. Gut, bleib hier. Atmen. Oh, jetzt kommt der Cardio bei mir. Gut, marsch. Ah, siehst du? Ah, siehst du? Der Puls von wem ist? Dominik. Okay. Let's go. Es geht weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, clap. Go! Das gesamte Material! Das gesamte Pause! Nochmal! 5, 6, 7, 1, 2, 3, clap! 1, 2, 3, clap! 4, 3, 2, nochmal, jetzt! Ein bisschen mehr Popo. Bis. 5, 6, 7. Bam, bam, bam. Good. Bist du bereit? Du drehst. 1, 2, 3, clap. 1, 2, 3, clap. Halbe Drehung. Hin, halbe Drehung zurück. Komm. 1, 2, 3, clap.
One, two, three, clap. Halbe drum. Five, six, go. Vier, drei, zwei, let's go. Du machst step back, step back. Step back, komm, bleib hier, pop. Rechts, links. die Bühne geht's ab, komm. Bist du müde? Zieh aus, zieh. Okay, rechte Beine, rechte Arm. One, two, three and four. Mach mal. Leute, ah, sieht das schön aus. Vier, drei, pop, oh, go. One, two, three. Rechte Beine. Boom, boom, boom. Und marschier rechts. Und wieder marsch. Nochmal. Rechts. Okay, mit den Haaren. Komm. Five, six, nach hinten push. Nochmal. Five, six, seven. Bleib aber nicht stehen. Du machst push. Lauf, lauf nach vorne. Nochmal. Push, lauf, lauf nach vorne. Vier, drei, zwei, mit rechts, push. Push, lauf, lauf nach vorne. Good. Four, three, bereit, push. Push, dreh nach vorne. Uiuiui, das war der, okay. Five, six, seven, push, drehen, nie stop. Rechts, direkt, five, six, push. Push, drehen, nie stop. Jetzt bleib hier mit rechts. Das müssen wir gucken. Dreh dich um. Popo. Knicken rechts, knicken links. Bleib in der Mitte. Gut, nochmal. Knicken, knicken und strecken. Zuerst rechts knicken, links knicken und strecken. Arme nach vorne. Jetzt 10 Minuten. Popo Shaker. Go, 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 go. Macht weiter. Leute, ich präsentiere euch hier die Präsenterin beim IFA Fun Workout. Gib Gas! Danke, 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 danke. Bitte schön. Hallo, hallo, Entschuldigung. Entschuldigung. Noch zwei. Ich guck mal die Herzfrequenz hier. Dominik, bei dir. Ey, bei mir geht's auch ab, obwohl ich nichts mache. Wieso? Okay, 4, 3, nach hinten push. Ciao. Push, drehen, drehen, nie stop. Clap, clap, pop, 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 and pump. Das gleiche, was wir dahin gemacht haben, machen wir hier auch. Machen wir nochmal. Popo. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Genau wie wir nach vorne gedreht haben, drehen wir zurück. Hier drehst du zurück. So dass wir 3D haben, rechts, links. Good. Marsch. Gut, bereit? Wir pushen nach hinten. 4, 3, 2, rechts zurück. Rechts. Drehen, drehen, nie stop. Po, po. 1, 2, 3, 4 und 5. Easy! Let's go! Mädels, seid ihr bereit? Achtung! Wir drehen, drehen und wir gehen mit den Armen. 4, 3, 2, po, po. 1, 2, 3, flop. Nach hinten. 4, 3, 2, push. Drehen. Knee, stop, clap, clap. Pop, 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 pop. Boom. Und das ist easy, oder? Nochmal, nochmal. Halbe Drehung hin, halbe Drehung zurück. Viermal nach hinten. 4, 3, 2, drehen. Nach hinten zurück. Push nach hinten. Knee ab. Gib Gas.
Und marschieren. Gut. Alles klar? Noch einmal, bevor wir alles von vorne machen. Noch einmal, na, dann ist es fertig. Here we go. Popo, go. 1, 2, 3, 4. Hey. Nach hinten push. Knee up. Popo. Da, 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 da. Und marschieren. Gut. Von vorne. Weißt du noch? Cha-cha, cha-cha, von vorne, ja? 4, 3, from the top. Let's go. Cha-cha, cha-cha, shake. Clap. Öffnen. Cha-cha. Streiche. Regina. Shake. Pam, 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 pam. Jetzt Popo. 1, 2, 3. Arme. 1, 2, 3. Nach hinten push. Knee. Dominik. Komm, 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 komm. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Clap, clap. Let's go. Let's go. Woo! Cha-cha. Hop. 1, 2, 3. Nee. Hallo, ich wollte sehen. Ja, ich hab gerade geguckt. Ich wollte sehen. Ja, ja. Nochmal. Okay. Nicht vergessen. Das gibt's noch, hä? Und dann direkt. Aha, genau. 4, 3, 2, let's go. Shake. Clap. Cha-cha. Woo. Jetzt shake, 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 shake. Achtung, es geht direkt los. Popo rechts. 1, 2, 3. Rebecca. 1, 2, 3. Push. Knee up. Clap, clap. Pam, 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 pam. Oh! Woo. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm, noch eine. Jetzt gib Gas. Let's go. 4, 3, 2, go, go. Salsa. Clap. Cha-cha. Jetzt shake, 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 shake. Hop, hop. Rechte Popo. 1, 2, 3. Nach hinten. Push. Knee up. Egal was passiert, das ist das Wichtigste. kannst du die mal fragen, Leute, alles okay bei euch? Habt ihr das alles im Griff? Alles im Griff? Komm, komm, komm. Schreibt mal uns hier im Chat. Alles okay? Seid ihr dabei? Let's go. 4, 3, 2, go. Shake. Clap. Cha-cha. Good, shake. Rechter Fuß. 1, 2, 3, 4. Nach hinten. Push. Knee up. Popo. Da, 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 da. Und marschieren. Gut, noch einmal. Alles gut bei euch? Zu Hause? Komm, wir machen noch eine. Bro, DJ, kannst du die Musik ein bisschen lauter machen? Wo ist der? Ja, noch 5 Minuten. Ah, wir haben noch 5 Minuten. Ja. Musik? Ah, ja, jetzt. Woo!
Jetzt! Jetzt geht's ab! From the top! Go! Woohoo! Cha-cha! Cha-cha! Shake! Clap! Jetzt rechter Fuß! One, two, three! Nach hinten! Groß! Groß! Push! Da-da-da-da-da-da-da! Oh! Komm, nochmal! Das kriegen wir hin! Kriegen wir hin! Clap! Clap! Step touch! Ready? 4, 3, 2, cha-cha! Shake! Clap! Cha-cha! Cha-cha! Shake, shake! Rechter Fuß! Rechte Arme! Boom! Boom! Push! Knee up! And 1, 2, 3, 4. Clap, clap, woohoo! 5, 6, 7, 8. Genau. Nochmal. Clap your hands. Woohoo! Alles klar bei euch? Alles klar bei euch? Let's go! 4, 3, 2. 1, 2. Cha-cha. Woohoo! Shake, shake. Woohoo! Rechter Fuß. And 1, 2, 3. Clap. Hop. Push. Knee up. Clap, clap, and 1, 2, 3, 4. 7, 8. Jetzt machen wir alle hier eine Pause zum zu beenden. Spagat, Handstand. Ja, das heißt, 5, 6, 7, 8. Rechte Beine vor. Irgendwas. Palm. Probier mal. 5, 6, 7, 8. Bam. Okay? 5, 6, 7, 8. Gut, warte, warte, warte. 5, 6, 7, 8. Woohoo! Einmal noch. 5, 6, 7, 8. Das kriegen wir hin. Woohoo! 4, 3, let's go! Shake! Clap! Cha-cha! Shake, shake. Jetzt rechter Fuß. 7, 8 and 1, 2, 3. Clap. Da, da, da. Push. Knee up. And 1, 2, 3, 4. Pause. Woo! Wie lange haben wir noch? Haben wir noch eine Minute? Komm, noch eine. Einer geht noch, einer geht noch. Komm, ihr Lieben, Step Touch. Woohoo! Da, da, da. Wie ist die Musik? Alles gut? Bereit? Bereit? 4, 3, 2, woohoo! Hey, ja. Cha-cha. Cha-cha, shake! Rechter Fuß! Push! Knee up! Knee, knee, and bam, 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 bam! Pause! Woohoo! Woohoo! Geschafft! Einmal noch, komm! Einmal noch! 4, 3, 2, woo! Da, da, da!
Cha-Cha. Cha-Cha. Shake. Push. One, two, three, four. Posse. Hammer, geschafft, geschafft! Super, ihr Lieben, vielen Dank. Bleibt dran. Bleibt dran, wir haben noch einen Teil mit der Regina, ja? Schreib uns. Die Flora ist hier mit dem Chat. Und ihr könnt uns den Feedback geben, wie es läuft, ob alles gut ist. Denkt an das Foto zu machen, an das Video und das zu posten, ja? Markiert die IFA, die Trainermagazin und den Poller. Wir haben hier diese Poller, ja? Und das wird die ganze Zeit hier unser Herzfrequenz gemessen. Wuhu! Bei mir ist immer rot. Ich glaube, das liegt, weil ich hier mit drei Mädels da auf der Bühne bin, deswegen. So, viel Spaß, genießt noch. Die Regina kommt gleich. Kannst du noch ein bisschen die Musik? Ach so, da meine ich. Werbung. So, wir haben jetzt hier ganz viele tolle Aktionen beim Orange Day, der geht noch heute und morgen. Und ihr wisst ja Bescheid, liebe Frau Topmöller ist wieder im Einsatz. Was gibt es bei dir an für eine tolle Ausbildung zu buchen? Alles, was Group Fitness angeht. Group Fitness, B-Lizenz, was beinhaltet, Workout, Grundlagen bis hin zu Aerobic Step. Es gibt auch den Functional Trainer, den machst du auch. Ja. Die Schulzki schmeißt mir bald aus dem Team raus, ganz ehrlich. Die ist raus. Was haben wir denn noch? Ja, Core 3D, was eine Frage. Ja. Also letztendlich geht es ja darum, dass ihr jetzt so per Zoom alle tollen Ausbildungen der IFA genießen könnt. Es gibt verschiedene Rabatte, aber mindestens 20% auf jeden Fall. Aber denkt daran, bevor ihr an die Ausbildung nur denkt, macht erstmal ein schönes Foto heute Abend und dann geht auf die IFA-Seite drauf, auf die Instagram-Seite und bitte postet dieses Foto mit dem Hashtag IFA von Workout 2021, nicht vergessen, Trainermagazin und Polar mit dem Hashtag zu markieren und dann könnt ihr schon was gewinnen von unserem coolen Support von Polar und vom Trainermagazin und natürlich auch Dinge von der IFA. Genau. Ansonsten, Ausbildungen buchen heute Morgen, Geld nicht verpassen, gibt schöne Prozente und upgrade your business, train the trainer. Wir sind in den Ausbildungen und ich denke, Frau Schulzki, wie sieht's aus? Jetzt kommt Bodega, ihr Lieben, noch mal eine halbe Stunde mit der netten Kollegin. Finde ich auch mega, dass man alles mitmachen kann. Ja, ist gut. Aber diese Schritte da, muss ich mal gucken zu Hause. So, okay, wie geht's weiter? Klaus Polar, sag mal Bescheid. Klaus Polar, also ich habe meinen Puls bei 120. Wie geht denn das? 120? Ich bin aufgeregt. Normalerweise bin ich beim Torso 120. Eieiei, der Tänzer wieder. Guck mal, was beim Tanzen alles so passieren kann. So, Schulzki? Okay, auf geht's. Sag ich immer Schulzki zu mir. Wir haben Tatort ein bisschen. So, Leute, ich gebe mal ab an den lieben Marcel. Das ist etwas ungewohnt. Oh nein, nicht hinter mich, da machst du mich nervös. Nein, guck mal, wir sind so leicht versetzt, oder? Wisst ihr, was das Schöne ist bei Bodega Reflow? Wir fangen im Sitzen an. Geil, oder? Tick höher. Noch höher, dann steckt es in der Nase gleich. Okay, so gut. Das hatte ich heute schon mal, was in der Nase. So, ihr Lieben, ich darf euch jetzt den Abschluss nochmal mit Bodega Reflow versüßen.
Und da bin ich auch total übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber das Ganze wird hier von unserem lieben Frank unterstützt. Und Frank leitet Wow Music, wo ihr die beste Fitnessmusik bekommen könnt. Und alles, was ihr heute gehört habt, das könnt ihr super easy einfach beim Frank bei wowmusic.de auch bestellen. Ja, denkt auch hier bitte nochmal an ein schönes Bildchen oder ein, ja, aus einem Video vielleicht ein tolles Bild, das ihr dann der IFA oder der Domenica schicken könnt. Nein, Quatsch, der IFA bitte verlinkt Polar. was haben wir noch? IFA, natürlich IFA Fun Workout und Trainermagazin, ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, diese drei Sachen nochmal verlinken, schönes Bildchen abschicken. Und dann habt ihr die Chance, heute auch noch was zu gewinnen. Also seid auf jeden Fall dabei und macht mit. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, Gas geben, obwohl Bodega Reflow überhaupt nicht mit Gas ist, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt können wir so richtig schön chillen und runterfahren. Und wir starten ganz entspannt im Schneidersitz. Und ihr dürft gerne mal die Handflächen vor euer Herzraum nehmen. Und dann schließt auch gerne mal eure Augen und lasst mal den Puls so richtig schön entspannt nach unten fließen. Das tut gut. Atme ganz entspannt tief ein und aus. Und dann lass erstmal so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit auf dich wirken. Ganz entspannt. Spür mal, wie deine Schultern und dein Nacken locker werden. Und jetzt höre ich mich irgendwie immer doppelt. Das ist total verwirrend. Aber ich hoffe, euch stört es nicht. Ihr Lieben, wir starten mit den Armen über die Seite. Komm lang nach oben, streck dich einmal lang mit dem Einatmen. Komm hoch. Mit dem Ausatmen bring deine Handflächen vor dein Herzraum. Einatmen, bleibe nochmal hier. Mit einem tiefen Einatmen. Und mit dem Ausatmen schließt du die Handflächen ineinander und schiebst sie von dir weg. Zieh deine Schulterblätter auseinander. Einatmen, zieh die Arme nach oben, die Handflächen zur Decke hoch und streck dich nochmal so richtig schön lang. Ausatmen, nimm wieder deine Handflächen vor deinen Herzraum. Und dann bringe mal deine Daumen zu deinem dritten Auge, das ist der Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Schließ nochmal gerne deine Augen hier und genieße nochmal 2, 3 tiefe Atemzüge. Dann löse langsam auf, bringe die Arme über die Seite zur Matte zurück und streck mal dein rechtes Bein und unser linkes zur Seite aus. Tut gut, ne? Atme nochmal tief ein, streck die Arme nach oben und mit dem Ausatmen drehst du dich auf die linke Seite in eine schöne Rotation hinein. Schieb dich nochmal in die Länge, den Scheitel zur Decke. Mit dem Ausatmen schiebst du dich noch ein Stückchen weiter in die Rotation. Komm wieder zurück und bring deinen rechten Unterarm neben die Innenseite von deinem Oberschenkel. Zieh den linken Arm einmal über den Kopf in die Länge und öffne dich mal zur Decke nach oben wieder schön auf. Komm jetzt wieder tief und zu deinem rechten Bein greif einmal deinen Fuß und versuch dich mal so richtig schön fallen zu lassen. Ist sehr entspannt, Ivam, oder? Ja. Diese Seite ist schlecht. Wir gucken uns gleich mal die andere Seite an bei Ivan, wie die vielleicht aussieht. Aber das kannst du jetzt. Pass auf, jetzt kommt's. Linker Arm stellst du neben deinen Po ab, ziehst den rechten Arm über den Kopf und hebst mal das Becken weit an. Oh, seht ihr mal, das tut gut. Und wisst ihr, was für tolle Bilder das gibt? Wir sind natürlich sehr gespannt auf eure. Wir kommen nochmal nach unten zurück, drehen uns einmal kurz nach links. Und gehen dann gleich wieder mit dem, nach rechts, nach, mit dem Ausatmen auf die linke Seite nochmal in die Rotation hinein. Sehr schön. Dann bring nochmal deinen rechten Arm neben die Innenseite und zieh den linken Arm nochmal über den Kopf in die Länge. Öffne dich noch einmal hoch in Richtung Decke. Mach mal deine Flanken so richtig schön auf hier. Wow, schön, ne? Wie sie alle stöhnen hier im Hintergrund. Wie gut das tut. Oh, dann gehen wir nochmal so richtig schön in die Vorbeuge. Hier zum rechten Bein und spüren mal in die Rückseiten hinein.
Und dann löse wieder auf, fächer dich auf, stell deine linke Hand auf, zieh den rechten Arm über den Kopf und heb mal dein Becken ganz lang nach oben. Und dann komm wieder zurück und bleib jetzt aber gleich auf der linken Seite und dreh dich zu deinem linken gebeugten Bein, komm hier in die Taube hinein. Und richte dich nochmal schön sauber aus, stell beide Fingerspitzen, die Hände mit den Fingerspitzen auf und schau, dass dein Becken jetzt hier schön neutral und mittig bleibt. Sehr gut. Dann komm mal nach vorne mit beiden Händen und tauche mal in die Taube ein. Und ganz elegant und entspannt, so wie Rebecca. Und dann zieh deinen linken Arm jetzt einmal unter den rechten zu mir nach vorne. Und geh mal hier nochmal in so eine schöne Schulterdehnung rein. Das Schöne bei Bodega Reflow ist, dass wir Stretching und Yoga-Elemente miteinander vermixen und das Ganze fließend für den gesamten Körper hier schön spüren können. Oh, dann komm wieder langsam zurück, richte dich nochmal auf, beide Hände aufstellen, schieb dein Brustbein raus und wir gehen noch ein kleines Stückchen weiter, heben hinten die Ferse einmal an, lassen sie zu uns kommen und greifen mit der rechten Hand an unseren Fuß. Und schaut mal, wie beweglich unser toller Mann hier ist, ne? Super, wow, wow. Er hat seinen Fuß gefunden, super. Okay, wir lösen langsam wieder auf. Und jetzt schieben wir uns hier einmal weg und setzen den linken Fuß hier vorne einmal auf, sodass wir so eine Schrittlänge unsere Füße voneinander entfernt haben. Strecke beide Beine aus und komm mit deinen Handflächen zu deinem linken Fuß. Tauche tief ein in die Vorbeuge und spür nochmal hier in der Rückseite deine Dehnung. Und dann lass mal deine linke Hand hier auf der Matte und streck deinen rechten Arm einmal nach oben und schau deiner Hand nach. Zieh deine Schulter leicht nach hinten zurück und deine Fingerspitzen in Richtung Decke nach oben. Wie ruhig es hier auf einmal auf der Bühne wird. Total schön. Ja, ne? War bei Core 3D auch mal ganz kurz so, ja. Gut, wir tauchen wieder nach unten ein. Nicht provozieren, okay. In die Vorbeuge hier und dann öffne nochmal. Mach dich richtig schön auf. Zieh die Fingerspitzen in Richtung Decke und dein Schulterblatt nach hinten zurück. Super. Dann bring deine rechte Hand wieder nach unten und jetzt geh mit deinem rechten Knie neben deine linke Ferse und setz dein Knie hier nach unten ab, den Popo auf die Fersen und lauf mal mit deinen Handflächen nach hinten, sodass du jetzt dein Becken wieder richtig schön nach oben schieben kannst und die Dehnung in der Vorderseite spürst. Genieß mal deinen Herzöffner hier. Ach, das mal. Da kriegt die Rebecca schon einen Krampf im Fuß, okay? Eine ist schon mal raus. Nein, Spaß. So, jetzt machen wir was Schönes. Wir heben das rechte Bein jetzt von hier aus nach oben an. Jawohl. Und legen den Fuß auf den linken Oberschenkel, euren rechten. Genau. Setzen den Popo wieder ab und setzen den linken Fuß ein Stück weiter nach vorne. Und setzen ihn ein bisschen mittiger wieder auf die Matte. Und jetzt schieb nochmal dein Brustbein nach oben raus. Und lass dein rechtes Knie hier nach außen gezogen. Sehr gut. Und dann lösen wir langsam auf, setzen den linken Fuß ein Stückchen nach vorne, greifen am linken Oberschenkel und machen uns richtig rund im Rücken und lassen uns dann auf den Rücken nach unten rollen. Zieh auch hier deinen linken Oberschenkel noch mal ein Stückchen näher zu dir ran und genieße die Dehnung hier. Und dann setz deinen linken Fuß wieder nach unten ab und lass das rechte Bein so richtig schön über das linke Bein kommen und beide Beine so überkreuzt auf die linke Seite einfach kippen lassen. Wenn du ein bisschen mehr magst, dann streck noch dein rechtes Bein aus und greife mit deiner linken Hand. Und vielleicht hast du auch jemanden neben dir liegen, der deine Füße kitzelt. Und ansonsten bleibe hier einfach, die Arme zu den Seiten gestreckt und leg deinen Kopf schön auf die rechte Seite ab, sodass du hier mal so eine richtige Drehung in deiner Wirbelsäule spüren kannst, die auch übrigens total schön zum Entgiften auf den Körper wirkt.
alles schön. In Reflow ist alles schön. So, dann komm wieder zurück. Bring die Beine wieder zurück. Greife an beiden Knien und zieh die Knie einmal neben deinem Körper nach unten in Richtung Matte schön tief. Und dann greife an den Kniekehlen, mach dich mal ganz rund im Rücken und lass dich so ein paar Mal vor- und zurückrollen über deine Wirbelsäule. Mach dich ganz rund in deinem Rücken und komm dann wieder nach oben zum Sitzen. Beuge diesmal dein rechtes Bein und strecke dein linkes Bein zur Seite aus. Der Wahnsinn, wirklich. Also von so auf so. Ja, nicht schlecht. Okay, so, wir drehen uns auf die rechte Seite, eure linke, und schauen nochmal erst nach oben langstrecken und dann mit dem Ausatmen in die Rotation hineinschieben. Genau. Bring deinen linken Arm jetzt an die Innenseite vom Oberschenkel, zieh den rechten Arm über den Kopf erstmal so richtig schön in die Flankenöffnung und dann erweiter das Ganze nochmal und dreh dich in Richtung Decke nach oben auf. Und dann komm zu deinem linken Bein in die Vorbeuge zum gestreckten Bein und schau mal, was die Beweglichkeit hier nochmal zulässt. Lass mal den Kopf und den Nacken ganz entspannt nach unten. Was machst du, Rebecca? Da wackelt die ganze Bühne hier. Okay. Wir öffnen nochmal. Und kommen nochmal. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Wir drehen mal nach links und dann mal wieder nach rechts. Alles gut, tut ja gut. Okay. Wir kommen nochmal in die Rotation, richten uns auf und schieben uns hier nochmal richtig schön hinein. Wieder schön. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Genau. Dann bring deine rechte Hand noch etwas mehr auf die Matte. Zieh einmal den linken Arm, da war doch was, nach oben. Ja, das kann man öfter machen. Das machen wir gleich auch nochmal. Sehr gut. Okay, dann setzen wir den Po wieder nach unten ab. Und jetzt machen wir eigentlich kurz mal rüber und gehen noch einmal in die Rotation. Das kann man auch öfter machen. Das ist so gut für die Wirbelsäule, für die Organe. Da freut sich der Körper von innen nach außen heraus. Ja, schön, oder? Hashtag schön. Okay, komm nochmal hier in die Flankenöffnung. Der linke Unterarm liegt ab, der rechte Arm zieht über den Kopf in die Länge. Und dann öffne dich nochmal zur Decke nach oben hin. Und tauche hier zu deinem gestreckten Bein noch einmal ein. Lass mal deinen Kopf noch mal locker, den Nacken entspannt. Und dann fächer dich auf und geh direkt in diesen wunderschönen Hüft- und Herzöffner. Und heb, jetzt wird's schon wunderschön. Oh, mach dich nochmal ganz groß und lang. Und dann setz ab, aber bleib gleich zu deinem rechten Bein ausgerichtet für die Taube. Und schau, dass du hinten das Bein nochmal ganz durchstreckst und hinten auch den Fußspann ganz locker und entspannt fallen lässt. Stütz dich nochmal ab mit beiden Händen, schieb das Brustbein nach oben raus und lass dich dann mit dem nächsten Ausatmen wieder nach unten fallen. Streck die Arme nach vorne. Und bring dann den rechten Arm unter den linken Arm nach vorne. Dreh dich hier so ein bisschen ein und spür auch nochmal deine Schulter. Schließ dabei gerne die Augen und genieß mal ein bisschen diese Ruhe und Gelassenheit. Und bitte nicht einschlafen. Aber mich würde mal interessieren, was unsere Pulsschläge so sagen. Die sind ja völlig in der Grau- und Blauzone. Toll. Jetzt hat Ivam auch entspannt. Gut, dann löse wieder auf, komme wieder zur Mitte zurück und zieh jetzt nochmal deine Ferse von hinten zu dir ran. Greife mit deinem linken Arm an deinem Fuß und zieh dir hier die Ferse noch einmal näher zum Gesicht. Oder sieh einfach nur gut aus, wie Dominika.
Und dann lösen wir langsam wieder auf. Bring die Hände nochmal unter die Schultern aufgestellt. Stell den Fuß hinten auf und setz hier jetzt den rechten Fuß auf der Matte auf. Schieb dich so zurück, dass beide Beine durchgestreckt sind. Und lass dich nochmal zu deinem linken Bein, zu deinem rechten Bein nach vorne fallen. Lass deine rechte Hand auf der Matte und streck deinen linken Arm jetzt nach oben aus und öffne dich auch hier nochmal. Zieh das Schulterblatt nach hinten zurück und die Fingerspitzen nach oben zur Decke. Mit dem Ausatmen gehen wir nochmal in die Vorbeuge. Lass den Oberkörper nochmal fallen. Und dann öffnen wir nochmal, lassen die Beine ganz gestreckt, halten hier ein leichtes Gleichgewicht. Ansonsten kannst du den Fuß hinten auch etwas ausrichten, um mehr Stabilität zu bekommen. Hat das gerade Rebecca gemacht und die ganze Bühne hat gewackelt. Also an deiner Bewegung wie eine Feder müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Komm wieder zurück. Nimm dein linkes Knie neben deine rechte Ferse, lauf mit den Handflächen nach hinten zurück. Die ist doch toll, findest nicht? Ist hart. Und schieb mal dein Becken nach vorne um. Und hier schaut mal ganz entspannt, ein wunderschönes Lächeln im Gesicht, wieder ein Krampf. Und dann entlasten wir das linke Bein und strecken es einmal nach oben aus und setzen den linken Fuß auf das rechte, auf den rechten Oberschenkel. Setz dich wieder so ein bisschen mittig zurück auf deine Matte. Beide Hände sind aufgestellt, die Ferse vorne noch ein bisschen näher zu dir ran und dann schieb mal dein Brustbein nach vorne raus, die Schulter nach unten und spür auch hier nochmal in die Dehnung hinein. Und dann lösen wir langsam auf, setzen den Fuß vorne ein bisschen weiter nach vorne, um am Oberschenkel greifen zu können. Mach dich ganz rund im Rücken, lass dich nach unten rollen und zieh deinen rechten Oberschenkel noch ein Stückchen näher zu dir ran. Schau, dass du dabei nochmal ganz entspannt im Rücken, in den Schultern und im Nacken bist. Gesundheit. Und dann lege dein linkes Bein nochmal komplett über das rechte und lass die Beine auf die rechte Seite kippen und die Arme strecken zu den Seiten aus. Wenn du magst, dann kannst du das obere Bein ausstrecken und mit deiner rechten Hand greifen. So hast du hier nochmal so eine richtig schöne Dehnung in der gesamten Rückseite und im Gesäß. Ansonsten lässt du die Beine einfach über Kreuz. Schau, dass dein Kopf in die entgegengesetzte Richtung gedreht ist. Und entspann dich auch hier nochmal. Komm langsam wieder zurück. Hol dir beide Beine nochmal zu dir ran. Greife unter deinen Knien. Und zieh deine Knie rechts, links am Oberkörper in Richtung Matte nach unten. Und stell beide Beine einmal vor dir auf, die Arme neben dem Körper und schieb dein Becken nach oben in Richtung Decke. Zieh deine Schulterblätter etwas enger zusammen und wenn du möchtest, kannst du noch ein Stück weiter gehen und deine Hände ineinander greifen, sodass hier nochmal so richtig weit den Herzraum öffnen kannst. Schau, dass die Knie nicht nach außen, sondern eher nach innen kippen. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Und dann löse langsam die Hände wieder auf. Leg sie entspannt zu den Seiten ab und roll dich Wirbel für Wirbel langsam nach unten ab. Bring beide Beine nach oben ausgestreckt und leg die Handflächen nun unter dein Gesäß ab, unter dein Steißbein. Lass die Beine ganz locker, die Füße entspannt. Hier musst du jetzt nicht in irgendwie eine durchgestreckte Haltung gehen, sondern ganz locker in den Wasserfall hinein, in die Umkehr.
Umkehrhaltung, die wir immer am Ende der Bodega Reflow-Stunde machen. Dann schließ nochmal deine Augen und atme ganz tief und ganz ruhig für dich noch zwei, dreimal ein. Langsam deine Beine wieder nach unten. Und da möchte ich gerne noch in die Abschlusssequenz in den Fisch mit euch gehen. Blub. Der im Yoga Matsyasana genannt. Nimm mal deine Handflächen ganz eng zusammen unter deinem Po. Streck die Beine nach unten aus und zieh deine Ellenbogen ganz eng zusammen. Und wichtig ist, dass du jetzt wirklich deine Unterarme und deine Ellenbogen tief in die Matte hineindrückst und dadurch deinen Oberkörper nach oben anhebst. Die Ellenbogen schön eng, genau. Und entweder bleibst du hier oder du kommst noch ein Stück weiter, nimmst deinen Kopf einmal nach hinten und versuchst den Scheitel in Richtung Boden nach unten ganz sanft abzulegen, ohne großen Druck zu halten. Sieht toll aus. Machen Sie gut. Foto, genau. Wir brauchen unbedingt ein Foto und wir hätten natürlich auch wahnsinnig gerne Bilder, wie das bei euch zu Hause aussieht. Und dann heben wir erst den Kopf wieder nach oben an, schauen einmal nach vorne zu den Füßen und bringen dann langsam den Oberkörper nach unten und befreien unsere Arme wieder. Sehr gut. Dann finde dich hier noch in der entspannten Position, in der Rückenlage ein. Und dann schließ einmal deine Handflächen und reibe einmal ganz fest deine Handflächen aneinander. Wir wollen hier nochmal eine ganz schöne Wärme, Hitze und Energie spüren. Und in Bodega Reflow tun wir nicht nur die Energie von innen wieder aufbauen, sondern lassen das jetzt auch nochmal so richtig über die Handflächen den Körper spüren. Und dann leg mal deine warmen, heißen Handflächen über deinem Gesicht auf. Schließ die Augen und atme nochmal tief ein und aus. Wiederholen wir das noch zweimal. Einmal ganz fest reiben, bis so eine richtige Hitze entsteht. Und dann leg mal eine Hand auf deinen Herz und eine Hand auf deinen Bauchraum ab. Und noch ein letztes Mal reibe deine Handflächen ganz fest. Und dann spür beim nächsten Auflegen nochmal so richtig schön in dich hinein. Spür mal die Wärme, die auch von innen durch dieses Fließende, durch das Reflow jetzt entstanden ist. Und genieße nochmal zwei, drei tiefe Atemzüge hier. Schließe deine Handflächen, bringe die Daumen nochmal zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Versuch die Augen zu schließen und diesen Punkt noch einmal ganz bewusst wahrzunehmen. Denn das ist eins der 7 Chakren, die wir hier im Bodega Reflow eben auch aktivieren durch unsere fließenden Yoga- und Stretching-Elemente. Und dieses Chakra steht für deine Intuition. Lösen wir langsam auf und drehen uns über die Seite. Stütz dich über die Seite ab und komm nochmal in den Schneidersitz. Tiefenentspannt. Lasst uns nochmal gemeinsam tief einatmen. Und die Daumen eben nochmal zu diesem Punkt zwischen den Augenbrauen nehmen. Dann bedank dich einmal bei dir selbst für die Klarheit deiner Gedanken. Bring die Hände vor dein Herz für die Reinheit deines Herzens. Und dann
sage ich schon mal vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst heute hier beim IFA Fun Workout. Ich kann nur von mir aus sprechen und ich glaube, das fühlen alle gleich. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Es hat richtig gut getan, mal wieder so zu lachen und mit Kollegen auf der Bühne zu stehen. Und mit diesen tollen Kollegen, also wirklich vielen, vielen lieben Dank an alle da draußen, die heute mitgemacht haben. Ihr seid echt der Burner, ganz, ganz große Klasse. Aber vielen Dank natürlich auch hier ans ganze IFA-Team, die ganze Organisation, die Technik, alles, was hier im Hintergrund passiert, ist viel mehr Arbeit, als wir hier jetzt die 2 Stunden abgeliefert haben. Vielen Dank auch an Polar, die ganze Unterstützung, also ein richtig cooles Teil hier. Ich bin jetzt wirklich gespannt auch nochmal auf die Auswertungen. Ja, vielen Dank auch an Wow Music für die Unterstützung der Musik und Trainermagazin und. Also vergesst nicht, ihr könnt immer noch Prozente bekommen, ihr könnt immer noch die IFA-Ausbildungen mindestens 20% günstiger bekommen, wenn ihr heute oder morgen bucht. Und ihr könnt auch immer noch etwas gewinnen, indem ihr ein schönes, lustiges Foto von eurem Workout zu Hause postet und die Verlinkungen drunter setzt. Ihr habt es ja jetzt schon 100-mal gehört, aber falls ihr es immer noch nicht wisst, schaut einfach nochmal auf der IFA-Seite nach. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, ob der Marcel nochmal sagt, ganz bestimmt, aber von mir aus und von uns aus schon mal, muah, ihr seid toll. Dankeschön. Dankeschön, Regina. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also alles, was ich eigentlich sagen wollte, hatte die Regina jetzt einfach schon alles gesagt. Aber auch nochmal von mir und im Namen der IFA vielen, vielen Dank an euch Referenten. Es war wirklich traumhaft, ihr habt es wirklich toll gemacht, eine tolle Energie. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr auf der Bühne stand und das wirklich durchpowern musste. Das ist nicht ohne. Also auch ein großes Kompliment an euch zu Hause, die es 2 Stunden lang durchgepowert habt. Ich bin mir sicher, dass ihr demnächst bald Muskelkater haben werdet und das könnt ihr auch wirklich schön genießen, habt ihr euch verdient. Trotzdem will ich nochmal ganz kurz 2 Worte zum Ende nochmal sagen. Und zwar vielen, vielen Dank auch an unsere ganzen Sponsoren, die wir hier im Hintergrund sehen. Da darf ich nennen unser Hauptsponsor Polar, Matrix, Ernovir, Wow Music und Fitness Connected. Und apropos Fitness Connected, unsere IFA Solutions, die ja normalerweise immer im Juni stattfindet, wird dieses Jahr im November stattfinden, nämlich auf dem Gelände der Fitness Connected, nämlich der Fitnessfachmesse, die dieses Jahr im November in München stattfinden wird. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, könnt ihr sehr gerne auf unsere Homepage gehen, www.ifa.de und da mal bei den Kongressen nachschauen, da findet ihr alles Wissenswerte. Jetzt muss ich kurz mal umdrehen, dass ich meinem schlauen Karteikärtle. Denkt nochmal daran, die ganzen Fotos hochzuladen. Regina hat schon gesagt, wir haben es 100-mal schon gesagt, macht's trotzdem, ihr könnt tolle Preise gewinnen. Macht's nochmal, ihr könnt tolle Preise gewinnen. Wenn euch dieser Kongress gut gefallen hat und ihr wollt noch viel mehr Kongresse von uns von der IFA besuchen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, während dem Orange IFA Day bis zu 40% Rabatt auf die nächsten Kongresse zu bekommen. Also nutzt jetzt die Chance, jetzt während dem Orange IFA Day die Kongresstickets zu buchen und dementsprechend hier schön abzusahnen. Apropos Orange IFA Day, wir werden aufgrund dessen, dass ihr so fleißig wart, den Orange IFA Day um einen Tag verlängern, sodass ihr jetzt in der tiefen Entspannung, in der ihr euch die Regina gerade gebracht habt, auch bleiben könnt und dementsprechend dann jetzt in Zukunft bis morgen. Jetzt bin ich Kamerawechsel und ich bin völlig raus. Also wir fangen nochmal an. 40% Rabatt auf die ganzen Kongresse, dass ihr sie schön buchen könnt und auf jeden Fall nicht verpassen. Morgen könnt ihr auch noch nach eurer tiefen Entspannung die ganzen Tickets buchen und genauso auch die ganzen Angebote von der Orange IFA Day nutzen. Jetzt bin ich auch fertig. Ich habe fertig. Jetzt wechsle ich wieder die Kamera. Viel Spaß. Genießt den Abend. Genießt auf jeden Fall euren Muskelkater. Ihr habt es euch verdient. Ich freue mich, euch ganz bald wiederzusehen auf den nächsten IFA-Kongressen. Genießt den Abend und bis bald. Schön war's. Dankeschön. Ciao.